Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu UFC 3, zur 38. Fight Night Runde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hab's nicht eine allzu stressige Woche gehabt. Und ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, wir haben abklopfen müssen. Also nicht wir, also ich habe abklopfen müssen. Leider habe ich in der Submission verloren, aber der Gustafsson hat gut gekämpft. Aber für die, wo es die Folge gesehen haben, sage ich jetzt was. Wir haben ein Titelmatch gekriegt. Wir sind Ausdauer besser, wir sind Gesundheit nicht mehr jetzt ganz auf 100. Da messen wir jetzt nachschauen, dass wir da den einen Punkt hinaufkriegen. Grappling 94, Stärke ist er um 2 besser. Da müssen wir auch was dagegen wirken. Aber ich würde mir sagen, wir bleiben hier in diesem Gym. Wir haben 4 Wochen Zeit, dass wir uns vorbereiten. Wir haben 4 Wochen Zeit, dass wir uns vorbereiten. Wir haben nicht mehr allzu viel Lebensdauer in der UFC. Deswegen weiß ich nicht, wie lange das nachher noch geht. Jetzt schauen wir mal, ob wir da Gesundheit, Stärke. Jetzt machen wir da mal Stärke nach oben. Hoffe ich da mal. Zumindest mal Stärke gleichziehen mit dem Champion. Einen Block müssen wir mal auf wieder, weil ich weiß, dass der Champion ziemlich brutal ist. Also der ist wirklich brutal. Also jetzt da jetzt mal den Block auf manövrieren. Vielleicht geht es ja das aus, dass wir da noch einen Pinkteil dazu kriegen, wenn wir wenigstens 95. Aber die letzten Punkte sind immer die schwersten Punkte, meine Freunde. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt, ich werde jetzt da wahrscheinlich einen Fehler machen, dass ich jetzt da den Block nur aufwieder. UFC-Fotoshooting, nein, machen wir das Interview, machen wir. Und dann machen wir das andere, falls das alles so läuft, wie ich das haben möchte. Okay. Okay, das gar nicht, das Fotoshooting, aber ich muss das irgendwie, den Hype muss ich ein bisschen aufkriegen. Wenn wir jetzt, ich hoffe, dass wir jetzt das ausklang. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, nutzt nichts. Es ist so. Niedriger Kampfhype, aber es ist mir egal. Ich will den Titel haben. Ich will Champion werden und als Champion abtreten. So. Und nun sehen wir einen UFC-Titelkampf im Halbschwergewicht.
Hat jetzt eh, wir haben jetzt eh viel Aufbaugegner gehabt. Irgendeine Update wird sie auch geben. Einmarsch des neuen Champions im Halbschwergewicht. Er wirkt hier ganz entspannt und das kann er auch sein, denn wenn man solche fantastischen Blockfähigkeiten hat wie er, dann weiß man natürlich, dass der Gegner enorme Probleme haben wird, irgendetwas ins Ziel zu bringen. Schauen wir mal, was wir gegen den Schweizer zum Zusammenbringen. Jetzt läuft der Titelverteidiger ein. Was ihn so gefährlich macht, ist seine Fähigkeit, einen Fight auf den Boden zu verlagern und oben zu bleiben. Also viele Konkurrenten geben dann irgendwann einfach weil die Highlight-Videos von deiner Kämpfe schon irgendwie, was ich getreten bin. Also die sind keine so Larifari-Kämpfer, sondern da kriegst du schon Respekt. Jetzt so Trainingsvideos oder Kämpfervideos siehst du, da er ist Profi-Kickboxer gewesen. Also das ist dann schon sehen wir uns die Kontrahenten in die Creme de la Creme, was in der UFC ist. 41, im Alter gleich, Größe. Also ja, genau. Alter. Wir sind dort und im überall Hinblick gleich. Größe und Reichweite, ziemlich identische Voraussetzung. Bruce Buffer kommt jetzt mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. The action begins, our referee in charge of the Octagon, Mario Yamasaki. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! Five rounds for the undisputed UFC Light Heavyweight Championship of the World. It's his first. Fighting out of the blue corner. This man is a grappler. Holding the professional record of 28 wins, 9 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Oslo, Norway, presenting the challenger, Peter Sand. And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 48 wins, 8 losses. Jetzt die Krim für gerade 8 verloren. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Volkan Notar. Championship out. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Touch gloves. Ja, die machen gleich da weiter, wo sie gestern beim Wiegen aufgehört haben. Es kann losgehen. Schauen wir mal, ob er mal Handshake gibt. Diese beiden haben heute nur ein Ziel, sich den Titel im Halbschwergewicht zu holen. Seine Sieger hat er sich in letzter Zeit natürlich vor allem durch K.O. geholt. Und da muss ein... Oh, der Schlag hat gesessen. Ja, den steckt er nicht so leicht. Und damit. Ja! Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Er wollte den Sieg unbedingt und genauso ist er auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Ich habe jetzt mit euch gerechnet, meine Sportsfreunde. Ich habe jetzt mit euch gerechnet. Ich habe schon wieder gesehen, 2-3 Schläge und er banniert mich auch. Aber dass ihn jetzt hat so herputzt, das hätte man nicht gedacht. Das hätte man jetzt nicht gedacht, dass ich ihn so herputzt. In diesem Titelkampf im aber es hat was gebraucht, dass man da darf er sich zurecht. Es müsste auch die Moves auch viel trainieren. Das bringt's.
Auch wenn ich nicht damit gelangweilt habe, aber das hat es gebracht, den Kick auf zum Trimmer. Endlich wieder Champion. Endlich wieder Champion. Er ist jetzt unser neuer Champion. Und die Freude, die kennt jetzt keine Grenzen mehr. Bei ihm und auch bei seinen Fans. Das war einfach ein Kampf, der gezeigt hat, das ist ein riesiger Kämpfer. Ja, endlich wieder Champion. Technisch sehr stark, aber auch in Sachen Taktik immer wieder brillant. Endlich wieder Champion. Gott sei Dank. Als kurz Wochenende kommen wir. Und diesen Sieg widme ich an Tobi. An Addictive. Ich habe das gesagt damals im Livestream. Wenn ich den Titel hole, widme ich den Titelsieg der Tobi Family. So. Wer will jetzt den Titel haben? Okay. Nehmen wir mal an. Dieser Gegner ist Mitglied deines aktuellen Teams, wenn du gegen diesen... Ja, passt schon. Immer halt in ein anderes Gym. Ich war ja der Champion, hätte ich eher das Vorrecht aufs Gym als wie er, aber mein Gott, na, sie lassen halt in den Gym drinnen. Na gut, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen als wie mir. Mir hat es taugt. Endlich wieder Champion zu sein. Endlich wieder Champion zu sein. Wie viele Kämpfe haben wir denn braucht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kämpfe. 14 Kämpfe haben wir braucht, dass wir unseren, dass ich John Peterson so weit auf der Push habe, dass er wieder Champion wird. Und jetzt hoffe ich, dass ich am Montag Champion bleibe. Wie geil war jetzt das hier? Ich habe mich echt schon verlieren gesehen. Wie jemand denkt, der haut uns zwei rein und dann zack, bumm, ist vorbei. Aber wir sind ja Wikinger. So leicht lassen wir uns nicht unterbringen. Wir kommen wieder. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, meine Sportsfreunde, über das eine oder andere Kommentar. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann mich gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu versammeln. Dazu die Glocken aktivieren. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine recht schöne Nacht, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende. Vergesst meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. Und wenn man jemanden anderen nicht respektiert und sein Leben nicht respektiert, dann hat man auch nicht zu erwarten, dass man selber Respekt kriegt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Euer HP, der Sportsfreund. Servus.